Ein Glück kann ich meine Helikopter auch bei dir reparieren lassen. Da brauchst du nur zum Presskran fliegen. Ja, die sind ja schon da, deshalb sage ich's ja. Mal sehen, ich will nicht den Bauhof treffen. Gut. Wir müssen da irgendwo noch eine Waffenfabrik haben. Ach da. Ich sehe schon, bis der Dreadnought da ist, bis er der Dreadnought. Okay, wieder zurück. Nein! Warum hat er die jetzt? Weil du ihm alles weggenommen hast. Er hat verkauft. Danke, Kommandant. Für diese entschlossene und meisterliche Bekämpfung meiner Feinde. Aber nun tut mir wirklich leid, sind sie für mich nicht weiter zu gebrauchen. Sie wissen entschieden zu viel und sind eine Gefahr für mich und für die Zukunft der Sowjetunion. Das werden sie doch hoffentlich verstehen. Ich sage nicht das Vedanya, Kommandant. Denn ich kann Ihnen versichern, dass wir uns nicht mehr wiedersehen werden. Das wirst du bereuen. Ich verstehe das nicht. Der Premier hat den Verstand verloren. Meine Loyalität gilt Ihnen, Kommandant. Zum Wohle des sowjetischen Volkes. Legen Sie ihm das Handwerk. Mit Vergnügen. Das kann ja heiter werden. Ja. Übertreib mal. Oh Mann. Nimm nur die Insel dann ein. Kannst ja die zwei Raffinerien gut gebrauchen dann. Das ist richtig. Ja, ich habe keine Luftabwehr. Bin ja schon da. Kommandant, ich habe eine Überraschung für Sie. Ich würde Ihnen gern meinen neuen Panzer vorstellen. Den neuen Tesla. Vorsicht vor den feindlichen Tesla-Panzern. So neu ist der gar nicht. Ich habe wenigstens noch genug, um meine Basis aufzurüsten. Deine Basis wird voller... Ja, ich sehe es gerade. Ich glaube, Taxi so. Wohl. Ja, der hat dennoch das geschafft.
Ach! Hm, was denn? Der ist hier mitten in meiner Basis schon wieder, der Sack. Ich hab keine Luftabwehr, ist die Scheiße. Ich habe ja auch keine Sammler mehr. Ich habe dir ein paar Flugabwehrstellungen dann mal dahin gebaut. Jo, Firma dankt. Was glaubst du eigentlich, was du da machst mit deinem Akkukalypso-Panzer? Einfach hier dran vorbeifahren? Ich glaube Takt. Ach, Mann! Das kommt doch noch mit Kirovs, ey. Ja, er kommt direkt auf mich zu. Ach, komm! Scheiße. Takt hier. Weg mit den Scheiß-Statuen. Oh ja, du hast also noch Schutz für den Panzer aufgebraucht? Ja. Ich kann den eh nicht einsetzen. Das ist es ja. Da hinten ist auch noch die Vakuumbombe. Na sicher. Will er mich verarschen? Und zwei Waffenfabriken gesackt. Thank you.
Die Waffenfabrik sind platt. Der hat hier noch so viel Kleinkram rumstehen. Jetzt rückst du mit deinem Apokalypse-Panzer rechts rüber. Kann sein, dass er gleich wieder Saft hat. Tut mir leid, Kommandant. Aber mich kann nichts und niemand aufhalten. Und besonders so ein Narr wie Sie nicht. Alter, der mit seinen Kirovs immer. Nee, diesmal bombardierst du mich nicht mehr. Kann was geben hier. Ja, was soll ich sagen? Ich habe rechte Seite jetzt sie kaputt gemacht. Mein Gott, sind meine ganzen U-Boote alle behindert oder was? Ja. Nicht so schwer sein, einfach mal hier rüber zu fahren. Rechte Seite schon so gut wie platt gewesen. Marinefestung ist auch down. Ja, da steht aber noch ein Aquarium. Atomgenerator. Atomkraftwerk meinst du, oder was? Jo. Ach, fuck it. Sorry. Wollte dein Panzer noch schützen. Naja, machen wir jetzt erstmal die Köpfe hier weg. Ja, besser ist das. Oh je.
Die hat immer noch Strom da oben. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem zu tun. Ja, vielleicht unabhängig davon. Na, glaube ich langsam auch. Kann nur noch besser laufen. Ich frage mich nur, wo er noch die Helis her hat. Oben ist auch noch eine Helikopterbasis. Egal. Zwei sogar. Mitten am Vulkan. Klar. Ich greife dann gleich direkt den Vulkan an. Ja, guck mal, was da in der Mitte steht. Und sich bereit macht. Die Luftunterstützung. Ich glaube, deine Helis dürften da teilweise schon alleine hinkriegen. Ach, guck mal an. Nee, nee, nee. Der kommt hier nicht weit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Magnetische Singularität bereit. Ziel wählen. Schließ mal ein bisschen auf hier. Geht ja mal gar nicht. Was denn? Kirovs. Alle guten Dinge sind drei. Nein, nein! Ich muss ums Verrecken siegen! Ich bin der Premier! Das ist meine Zeitachse! Ja, ja. Was ist eine Zeitachse? Das war ein bisschen easy. Dir davor war schwieriger. Definitiv. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Tschüss und ciao. Ciao.